Sag mal, wo ist denn endlich der Bus? Ist verkauft. Hä? Wie verkauft? Alter, wie hätte ich sonst den neuen Verstärker kaufen sollen? Mit dem alten hätten wir den Abend sofort einpacken können. Ja, super, dann muss jetzt noch das Publikum hierher kommen und dann legen wir los, hä? Jetzt kommen die mal nicht aufs Hemd. Ich hab den Bus an Fabio verkauft. An Fabio? Mhm. Sag mal, kann der überhaupt Auto fahren? Okay, ich zieh die Frage zurück. Kann mir mal jemand mit meinem Verstärker helfen? Bin ich ein Praktikant oder was? Der Bus, ey, was für eine Feuerschüssel! Was für eine Scheißzeit, den zu beladen! Sind wir hier beim Treffen anonym Jammerlappen, oder was? Inge macht den Mund nur auf und du willst rennen. Doch wenn du hier sagst, schlafst du, Baby, fängst du an zu flennen. Inge liebt die Tiere, doch ist nicht gut zu vögeln. Jeden kleinen Spruch wird sie nur primitives Pöbel. Steine schmeißen, Räder lieren, sie wird wirklich fragen. Sie glaubt doch, dass es reicht, schicke Ware schwer zu tragen. Erste Reihe, was soll er versuchen, was sie hat? Mein T-Shirt konnte es alles in die Stadt. Rockstar werden war mein größter Traum. Kohle, Mädels, ihr versteht schon, die ganze Show. Und dann kurz davor... Was ist denn jetzt noch Schlimmes passiert? Ich fange am besten mal vorne an. Wenn Inge tanzt, tanzt sie ihren Namen und raubt ihr den Verstand. Wenn Inge... Jetzt nochmal, dass es selbst für eine lernbehinderte Amöbe verständlich ist. Ihr werdet dieses Lied nicht mehr spielen. Welches Lied? Komm, Inge! Wollt ihr euch anbieten, als Support zu spielen für Massen? Und das scheint ja jetzt nicht mehr zu gehen. Fuck. Das ist aber, als müssten wir uns neuen Gitarristen suchen. Frag Inge. Inge! Das ist furchtbar. Es gibt keine andere Lösung. Ich bin dabei. Jetzt echt? Vorausgesetzt natürlich, ihr erfüllt meine Bedingungen. Wir dürfen, wenn Inge tanzt, nicht mehr spielen. Das ist euer Alleinstellungsmerkmal. Was, wenn wir erstmal auf Inges Bedingungen eingehen? Weil wir haben nichts zu verlieren. Ich hätte sogar Eintritt bezahlt. Das war gut. Das ist purer Sex. Da brennt der Nüsschen. Ich hab gar keins an. Das ist Matze. Haut rein! Du musst unbedingt mit ihr reden, damit wir morgen noch wenn Inge tanzt proben können. Hast du versprochen, dass ihr morgen wenn Inge tanzt spielt? Hast du wirklich gedacht, ich bin dumm genug, das mitzumachen? Scheiße! Scheiße! Es kommt immer irgendwann der Punkt, wo man sich entscheiden muss. Willst du einen Hit, auch wenn du damit jemanden verletzt, den du wirklich liebst? Wir spielen wieder mit dem Inge-Tanz!